Rexha gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Lasst die Jagd beginnen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns nun mit einem Level 4 Jäger. Ich habe den ganz neu gestartet und nun mal ein bisschen ausprobiert. Im gewerteten Spiel gegen einen Hexenmeister. Die sind ja ziemlich gemein normalerweise mit ihren ganzen Lebensentzugszaubern und was sie da so alles haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir dagegen ankommen. Ich habe jetzt am Anfang mal 4er, 3er und 2er Karten ausgewählt, weil... ja, am Anfang braucht man ja nicht unbedingt so viel zu legen. Ich hoffe mal, dass ich doch einiges an Damage ausgeteilt bekomme. Und dann warten wir doch mal so ab, was denn so am Anfang jetzt gestartet wird von ihm. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Spot-Gegner auf dem Brett. Das ist ja schon mal was. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Und noch ein Gegner mit Wutanfall. So, teilt auch schon Damage aus, okay. Aber ich kann jetzt auch schon Damage austeilen und habe auch noch meine Spinne. Die kann dann natürlich schon mal anfangen, Damage durchzuführen. Sorry, das war im Hintergrund kurz mein Handy. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch den leeren Wandler. Oh, jetzt hat er schon zwei Spot-Gegner. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die muss man ja erstmal wegmachen. Aber ich glaube schon, dass wir das hinkriegen, weil ich habe ja aus Naxxramas schon meine erste Spinne dabei. Damit ich ein bisschen mehr auf dem Brett liegen habe. Und es sind ja Wildtiere, die passen ja gut zum Jäger. Von daher kann man die schon gut kombinieren, hier den Jäger mit den Wildtieren. Kämpf an meiner Seite. So, dann machen wir doch jetzt als erstes mal die Spot-Gegner weg und haben dann freie Fahrt auf den Hexenmeister. Der ist schon völlig wild, also hat schon 5 Angriff. Seinen Wutanfall. Und mal schauen, wie er jetzt gegen ihn kämpft. Okay. Zaubert was. Macht meinem Jäger Damage. So, was legen wir denn da am besten? Also, ich glaube, na, der Hundemeister macht noch nicht so viel Sinn. Genau, ein Gottesschild, Mob und ein Wölfchen. Das war's. Dann muss er sich mal daran aufhalten. So, vielleicht ist der Hundemeister dann nachher ganz interessant für den Wolf, wenn er den jetzt nicht gerade tötet. Ein Schuss, ein. Ja, wobei wir jetzt beim Thema waren. So, und er will meinen Jäger zerstören mit seinem Blutanfall. Na, das ist ja schon gefährlich, okay. Jetzt seid ihr in Schwierigkeiten. Ja, jetzt legt er einiges aufs Brett. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Also, jetzt muss ich auch langsam mal was dagegen tun. Hier haben wir so den Hundemeister jetzt. Der bringt jetzt immer noch nicht so viel, aber legen wir ihn jetzt mal. Ich habe zwar jetzt kein Wildtier auf dem Brett, aber was soll's. Hauptsache, er hält ein bisschen was aus mit 3 Leben. So, der passiert jetzt nicht wegen Gottesschild. Hauptsache, der ist schon mal weg mit seinen 5 Schaden. So, was überlegt er sich denn jetzt? Also ich kann nichts machen, der Gegner ist dran. 3 Kärtchen hat er auf der Hand, ich habe 4. Aber im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass ich in der Zukunft dann doch mehr Handlungsfreiheit habe. Okay. Noch ein Mob mit dem Pet. So. Er macht mir aber doch immer den hohen Damage mit seinen Karten. Er räumt mir nicht meine weg. Er hätte ja genauso meinen Hundeführer da wegpacken können. Na gut, dann was haben wir denn jetzt hier? Also einmal erstmal Spot, damit er nicht immer auf meinen Jäger kommt. So, dann ein bisschen Irreführung. Da wird er sich schon wundern, was passiert.
Weil da kriegt er ja Damage, wenn er mich angreift. So, und jetzt kann ich auch anfangen, mal Damage auszuteilen. Ich gehe mal davon aus, er wird mir jetzt meinen Spot-Gegner wegmachen. Die Türen sind geöffnet. Ja, mal schauen. Genau, mit einem Zauber, ist ja klar. Jetzt noch den Eber dahinterher oder sowas. Und dann kommt er schon wieder mit dem Vierer auf mich. Aber dann hat er mit meinem Trick nicht gerechnet. Nämlich, dass mein Geheimnis auf seinen Mob geht. Und dementsprechend... Gut gespielt. Ah, dankeschön. Ja, haben wir einen vernichtet. Und jetzt haben wir noch was Schönes, nämlich fügt 5 Schaden zu. Und damit haben wir auch den Spot-Gegner weg, den daneben an auch noch. Ja, und jetzt haben wir mal freie Fahrt auf ihn. Dann wollen wir doch mal schauen, wer jetzt den Damage austeilt. Also, in der nächsten Runde hätte ich bis jetzt noch ein 4 Damage. Dann könnte ich alle meine Karten legen. 4, 3, 1 sind 8. Also hätte dann auch ziemlich viele Karten gelegt. Na, was hat er denn da für einen kleinen Zauber jetzt? Lassen wir uns mal überraschen. Ach, viel Schaden. Was ist das denn? Was mache ich mit meiner Figur auf dem Feld? Ja genau, nimm dir noch Selbstleben, das ist immer gut. Die, die am riskantesten spielen, die wundern sich dann nachher, wenn sie verlieren. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Und jetzt schauen wir mal gerade, was haben wir denn da jetzt? Also im Endeffekt mache ich jetzt mal wieder Damage. Kann damit auch nochmal 4 machen. Und jetzt lege ich noch ein paar aufs Brett. Nämlich, ja, Karte ziehen. Oder ne, lieber meinen Biber. Und den... Ja. Tiger. Ja, ich würde sagen, wenn der jetzt nicht 3 wegkriegt, dann war es das für ihn in dieser Runde. Genau, macht ihr nochmal 2 Schaden selbst. So mag ich das. Dann kann ich jetzt wirklich gleich einfach mal so durchgreifen. Selbst wenn er die Superzauberkaste gelegt hätte jetzt oder bekommen hätte, hätte er nicht groß viel machen können. Ich würde sagen, das wird zwar ein enges Ergebnis, aber eigentlich habe ich gewonnen. Schauen wir mal, was er jetzt wirklich auch macht. Gut gespielt. Ja, also legen wir den mal. Dann kann ich eine Karte ziehen. Legen wir den noch. Och, ein schöner Löwe. Gut, einmal Damage mit dem Pfeil. Dann nochmal damit Damage. Und mit dem Biber. Und das war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Also, ein Level 4er Jäger hat hier locker gewonnen. Ja, und im nächsten Video sehen wir uns. Bis demnächst. Bye.